Herr Vorsitzender, Prinz Löwenstein, Herr Röhrig, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, verehrte Gäste, meine Damen und Herren. Zunächst ein herzliches Dankeschön, dass auch ein aus Vechta-Kloppenburg an dieser Veranstaltung teilnehmen darf. Ich fand die Diskussion hochinteressant, weil wir ja alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, Friedrich Ostendorf, du kommst ja gleich nach mir noch, führen diese Diskussion auch innerhalb ihren Fraktionen sehr intensiv. Wie sieht dann die Zukunftsfähigkeit aus? Und wenn man vielleicht von einem Ausgangspunkt ausgeht oder sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte vor Augen führt, da kann man feststellen, glaube ich, das können wir auch miteinander feststellen, dass insbesondere die Erzeugung, die Landwirtschaft, den Preisdruck der Märkte mit, ja, immer wieder mit Effizienzsteigerungen erfolgreich entgegengetreten ist. Unabhängig jetzt mal davon, ob es richtig oder falsch war. Und heute wir einfach, und das stellen auch wir fest, auch in der Fraktion, auch ich persönlich, dass an dieser Produktionsform der besonders intensiven Akzeptanz und Vertrauen immer weiter schwinden, insbesondere an der Art und Weise der Erzeugung. Das ist jetzt keine besondere neue Erkenntnis. Was es schwierig macht, und Herr Professor Grete, Sie haben es vorhin in der Diskussion auch deutlich gemacht, wenn man verändert, und wir müssen verändern, wenn man verändert, wie kriegt man es hin, dass dann tatsächlich die Veränderungskosten, die Investitionen, die Umsetzung, die höheren Standards dann auch tatsächlich bezahlt werden. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung letztendlich, die es dann richtig zu lösen gibt. Und ich glaube, da gibt es auch keinen einfachen Königsweg. Aber feststeht, das spreche ich auch für meine Fraktion, dass es momentan eben bei der derzeitigen Struktur der Erzeugung von Lebensmitteln keinen gesellschaftlichen Konsens gibt in Deutschland. Das stelle ich so fest. Im Übrigen führen wir diese Diskussionen bei uns in der Fraktion seit ja, jetzt schon über einem Jahr etwas in einer besonderen Intensität und mit vielleicht weniger Denkverboten als in der Vergangenheit. Dazu wissen wir natürlich auch als politische Vertreter, dass Ernährung zunehmend ein emotionales Thema wird. Essen wird auch stärker, und das ist toll, das ist gut. Essen wird immer mehr zu einer Lebenskultur, Gott sei Dank. Und die Menschen interessieren sich mehr dafür, und da sitzt auch eine besondere Chance. Es gibt Defizite im Bereich Information, darauf wurde hingewiesen, im Bereich Kommunikation, und ich glaube, dass dieser Wandel, der stattfindet in der Gesellschaft, dem wir uns auch proaktiv stellen müssen, stellen wollen, dass so ein Veränderungsprozess mehr gemeinsames Verständnis jeweils füreinander, wo kommt der jeweilige her und was kann er in was für einer Zeit, in was für einer Qualität denn tatsächlich verändern, also mehr Verständnis füreinander. Ja, wir brauchen auch mehr gemeinsame Verantwortung. Und ich glaube, und das lassen Sie mir auch sagen, ich bin, wenn ich bei mir in der Heimat bin und unser Sohn zu Hause führt jetzt unseren landwirtschaftlichen Betrieb, übrigens hat er auch die Investitionen in der Hand genommen für die Brancheninitiative, ist leider auch nicht oder durfte noch nicht mitmachen. Wir hoffen ja, Herr Krüsken, dass noch mal aufgestockt wird, dass zumindest diese Investitionen ein Stück weit belohnt werden. Aber auch diese Diskussion findet in unserer Heimat sehr intensiv statt. Und ich will einfach sagen, die Bauern fühlen sich schon vielfältig wegen der insgesamt zugespitzten Diskussionen ein Stück weit am Rand unserer Gesellschaft gedrückt. Und ich glaube, wir sollten alle daran arbeiten, sie wieder in die Mitte zurückzuholen. Die Bauern sind auch zu Veränderungen bereit. Herr Grete hat das, glaube ich, gesagt vorhin mit den Zahlen, gerade bei der Brancheninitiative, wo sie auch einen konkreten Beweis mal, nicht nur geredet, sondern einen konkreten Beweis angetreten sind. Nur letztendlich müssen sie auch davon leben können und ihre Familien ernähren können, eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich. Was müssen wir tun? Über Kommunikation, über Dialog. Dialog statt Konfrontation ist geredet worden. Wir müssen Veränderungen, einen Veränderungsprozess einleiten, den erfolgreich gestalten. Ich habe auch, und ich habe das in
Laufe des letzten Jahres bewusst und auch immer wieder gesagt. Beim ersten Mal war das für den einen oder anderen überraschend, von einem Unionsvertreter oder gerade von mir auch zu hören. Eine Entwicklung, so wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten hatten, nämlich in immer größer, schneller, weiter und so weiter, in diesem Hamsterrad, führt uns definitiv in einer Sackgasse. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt. Jetzt nicht, um mir ein bisschen Honig zu holen. Glaube ich aber nicht, weil so neu ist es ja auch nicht. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, wir alle, viele Kollegen im Deutschen Bundestag haben sich Strukturen in USA, in Südamerika, in Russland angeschaut. Diesen globalen Wettbewerb können wir in Deutschland mit unserer Struktur, mit unserer Kulturlandschaft auch definitiv nicht gewinnen. Also wir müssen das, was heute auch schon gefallen ist, wir müssen einen Qualitätsweg Made in Germany ganz bewusst gehen. Letztendlich auch, um die wirtschaftliche Bedeutung, die Wirtschaftskraft in unseren ländlichen Räumen zu halten. Man weiß ja, Kloppenburg-Vechta, besonders intensive Landwirtschaft, mit allen Problemen, ob es Wasser ist oder Intensität der Tierhaltung. Aber ich glaube, es ist auch noch, und wenn Sie mal durch den Landstrich fahren, eine Region, wo es in den Dörfern vielleicht im Vergleich zu ganz anderen Regionen in Deutschland noch mit die meisten Betriebe gibt. Da wird immer von Industrie geredet bei uns. Bei uns ist über 90% tatsächlich, Gott sei Dank, noch in Bauernhand. Und bei den Marktsituationen hoffe ich auch, dass es letztendlich so bleibt. Wir haben letzte Woche im Plenum eine Diskussion zur Bestandsobergrenze geführt. Ich habe bei Ihnen gelesen, dass auch Bioland diese Diskussionen führt und dass auch dort die Diskussion zeigt, dass die so einfach mit einer Zahl nicht zu beantworten ist. Friedrich Ostendorf sagte mir im Plenum, und ich habe die Zahlen mal gesagt in einem Gespräch mit einem Journalisten, Friedrich, du hast ja gesagt, Holzenkamp, du lächelst, 50.000 Schweine. Ich habe tatsächlich mich mal hinreißen lassen, in einem Gespräch die Zahlen mal 50.000 zu sagen, einfach um mal eine Abgrenzung zu sagen. Aber ich habe ganz offen gesagt nicht von Schweinen gesprochen, sondern von Geflügel. Und da sieht die Verhältnismäßigkeit dann schon ein Stück weit anders aus. Also Veränderung bitte realistisch. Die Bauern sind bereit mitzumachen, aber sie müssen wirklich eine Perspektive haben. Wir sollten das viel stärker versuchen, in einem Miteinander statt in einem Gegeneinander und immer zuzuspitzen zu machen. Wir sind, Frau Hagel-Kehl hat meine Kollegin schon viele Punkte angesprochen, wir sind, und auch da haben wir einen Konsens, das ganze Thema Kennzeichnung, ein elementares Thema. Wir wissen, dass die Zuständigkeit in Brüssel liegt. Prozesskennzeichnung, Stichwort GVO. Wir müssen vorankommen. Wir machen Dinge für mehr Informationen wie Internetportal, Lebensmittelklarheit und so weiter, wo wir uns mit der Industrie, Ernährungsindustrie auch häufiger mal gestritten haben. Wir kommen voran beim Thema Antibiotikaeinsatz, also auch viele Themen, die auch in dem Gutachten angesprochen worden sind. Wir haben auch beim Thema Tierwohl vor 3 Jahren oder 4 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr genau, 2-stellige Millionensummen in den Haushalt eingestellt, um über den Weg der Forschung und Praxis- und Demonstrationsversuche Alternativen zu finden im Bereich Tierwohl, zum Beispiel das Abstellen dieser sogenannten nicht kurativen Eingriffe. Also wir sind da vielfältig unterwegs. Weil, und dafür stehe ich aus persönlicher Überzeugung und auch als Unionsmann,
wir wollen nicht willkürlich verbieten, sondern wir müssen, und da sind wir unseren Bauern schuldig, wir müssen ihnen dann Alternativlösungen anbieten können, weil sonst macht es keinen Sinn, sonst fegen wir unseren ländlichen Raum leer und haben noch mehr Urbanisierung. Und ich glaube, das wollen wir letztendlich alle nicht. Also es ist vorhin auch angesprochen worden, Export. Ich will hierzu auch deutlich sagen, wir essen häufig täglich Lebensmittel, Leckerlis, Leckereien aus ganz unterschiedlichen Ländern. Auch das geht in anderen Ländern so. Wir haben keine Politik oder als Union vertreten keine Politik, die ausschließlich auf Export ausgerichtet ist. Wir sagen, Regionalität und Globalität sind kein Widerspruch, stellen keinen Widerspruch dar. Und deshalb kümmern wir uns um Wochenmarkt und Weltmarkt. Und abschließend, meine Damen und Herren, und ich glaube, da haben wir viele gemeinsame Interessen. Wir sind als Deutschland Grundstandort und haben deshalb auch eine Verantwortung, die auch über Deutschland hinausgeht. Und was mir Anliegen sind, sind zum Beispiel ein Ja zum Schutz von landwirtschaftlichen Flächen. Wir stehen auch dort immer wieder in Auseinandersetzung mit dem Naturschutz. Wir müssen intelligenter werden, kreativer werden, mehr qualitativen Naturschutz machen und nicht nur einfach nur mehr Fläche verbrauchen. Bedarfsgerechter Düngung. Wir sind das Düngegesetz und Düngeverordnung, liegt im Moment beim Justizministerium. Da sind wir auf dem Weg. Wir wollen einen verantwortungsvollen Pflanzenschutz. Den brauchen wir auch. Glyphosat vernünftig eingesetzt, sage ich nicht nein dazu. Aber wie gesagt, vernünftig eingesetzt, in Massen natürlich nicht. Und wir müssen auch dort aufpassen, dass wir uns bei Verzögerung von Zulassung oder wenn man fast überhaupt keine Zulassung mehr bekommt, nicht Resistenzen heranziehen. Und wir sagen auch ganz klar Ja zum technischen Fortschritt, damit wir Zukunftslösungen bekommen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Agritechnica ist heute erwähnt worden, wenn man zum Beispiel das Stichwort GPS-Lösungen anspricht, um umweltgerechter und effizienter zum Beispiel zu düngen oder den Pflanzenschutz zu machen. Meine Damen und Herren, ich wünsche mir ein gleichberechtigtes und vorurteilsfreies Nebeneinander der verschiedenen Ausrichtungen. Und das fiel schon heute, ich finde das klasse, wir können voneinander lernen. Mir persönlich geht das auch so zu Hause. Ich kenne persönlich die unterschiedlichsten Betriebe und wir sollten uns von den Vokabeln, das eine ist gut und das andere ist schlecht, einfach verabschieden. Dann tun wir uns alle miteinander den größten Gefallen. Vielen Dank.